Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Ich hoffe, dass meine Stimme mittlerweile ein bisschen was mehr mitmacht. Und mal schauen, was haben wir denn hier alles? Wir haben einen komplett neuen Bereich, wo wir entlang gehen können. Mit Hexenkessel oder was? The pot had turned cold. The fire had died. Ach du Schande, in Gedanken verloren, ein Treffen, ich Nothing the darf's nicht cook lesen. made felt good enough. Okay. Endlessly stirring the same tasteless pot. Hilfe! Okay, das könnte noch problematisch werden mit den Couldn't Dingern. focus, sleepwalking through the days. Aimed inwards was a swirl of thoughts. In the eye of the storm, a fragile flicker. Ja, die Frage ist, komme ich. Achso, der dreht sich, okay. They wanted to serve something perfect. Oh, jetzt geht er ran. The praise of others was hollow. So. So ein bisschen in der Art stelle ich mir Little Nightmares vor. Ich hab's Cook zwar felt schon, aber ich numb hab's and leider noch nicht hurt all at aufnehmen once. können. So, das war's aber, ne? Ja. Perfekt. Eine Schildkröte. Ja. The cook spoke softly. Oh, hello, little one. I didn't see you. I must have lost myself for a moment. It's supposed to be my new soup recipe, but it's not ready. It's not done. A wonderful smell wafted towards Ember. You look starving, poor thing. Have a little taste, but it's not right yet. It was the most beautiful thing Ember had ever tasted. I know. It's got no flavor, nothing special. Ember wished the cook would believe them. Oh, I'd forgotten how good it feels feeding folk. But it's not ready. There's no need to pretend just to make me feel better. The cook stirred their soup, looking at Ember, looking at the pot, stirring, thinking. Soon, maybe. Oh, I used to love this. Just want to be good at it. But it feels like I'm making the same things over and over. Nothing has flavor. I'm stuck. If you know what you want, I can try. But I really need some better ingredients. Something from the orchard could have worked. If it was still standing. Oh! The cooks struggled to hold back their emotions. Pigs have gotten in the orchard. Ui. Planted every sapling I did. All my hard work ruined. Take the key and have a look yourself. I can't Yes. bear to. Ah, oh, sag mir bitte, das ist der, den wir See if brauchen. anything is left, but I promise you, there won't be. Ich habe nur absolut keine Ahnung, wie wir da überhaupt wieder hin zurückkommen. Aber wir haben den Schlüssel. Wir können es endlich öffnen. Sehr, sehr geil. Also nehme ich an, dass das der ist. Weil ich habe sonst kein anderes Schloss gesehen. Hui. Ich liebe das, da durchzulaufen. Okay.
Nein? Wird nicht ganz rausgehen? So sagt das doch. Ich dachte, ich muss die hochmachen. Na gut. Sieht nicht sehr einladend aus. Gehen wir mal rein. Ist da einer? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh. Ich wusste ja nicht, dass man da... Okay, das Problem ist... Es hat doch bestimmt damit zu tun, wie die ausgerichtet sind, oder? Nein! Ach, du sollst nur eins hochgehen. Springt der einfach zwei hoch? Also ich denke mal, das hat mit der Blickrichtung zu tun. Deswegen wollte ich durch die Mitte eigentlich gehen. Dann ist er plötzlich da hochgesprungen. Moment, da. Da. Oh. Nicht? Oh. Hä? Das wäre aber jetzt perfekt ausgekommen. Wollt ihr mich veräppeln? Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte? Über den letzten muss ich doch drüber. Sonst komme ich auch gar nicht auf die andere Seite. Frosch, Frosch, Schildkröte. Da muss ich dann runterfallen. Nee, doch nicht. Also, ich komme hier rein. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Und wenn ich dann auf die Schildkröte springe? Moment, Kopf. Nee, aber der Kopf, der zeigt ja an, dass ich wieder zurückgehe. Der geht runter jetzt, ne? Ja, der geht runter. Das ist ja ein dummes Rätsel. Muss ich da hoch und runter springen oder so? Weil das hat ja Das hatte eben funktioniert. Wieso funktioniert es jetzt? Na nee, Moment, das hatte nicht funktioniert. Weil ich nur durch die Mitte konnte. Das ist aber trotzdem irgendwie seltsam. Was ist dann die Blickrichtung? Also hat das doch nichts damit zu tun irgendwie. Wenn ich da nach oben gehe. Das ist total ohne jede Logik irgendwie. Also wenn ihr da eine Logik rausgesehen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich finde es total unlogisch. Muss ich jetzt außen dann wieder rumgehen? Aber wir nähern uns so langsam. Es ist wie so ein kleines Memory. So, da dürfen wir hin. Zur Schildkröte dürfen wir hin. Aber wir dürfen... Habe ich dann versucht, runterzugehen? Wahrscheinlich, ne? Okay, bis zum Frosch können wir. Und dann anscheinend wieder runter oder so. Ich weiß es nicht. Das ist ja... Also wenn das zu viele Versuche werden, bin ich ganz ehrlich, dann schneide ich die hier raus. Weil es ja Blödsinn, immer das Gleiche anzugucken. Reicht ja, wenn ihr die Lösung dann seht. So, und ich befürchte. Okay, oder auch nicht. Dann müsste ich wieder durch die Mitte. So, bis da kann ich noch. Dann geht's hoch. Zwei nach rechts. Runter, dahin und wahrscheinlich nach unten und nicht durch die Mitte. Es ist
sowas von unlogisch gemacht. Letzten bin ich ja dann kaputt gegangen. Also irgendwie verstehe ich es wirklich nicht. Also so, bis da durften wir noch. Ich versuch's mal hier rum. Dann gehe ich jetzt wieder kaputt, oder? Gibt's denn hier nichts, was jetzt irgendwie darauf hinweist? Achso, darauf hinweist. Nein, ne? Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch. Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte. Ja gut, Schildkröte wäre am Ende. Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, hier unten, dass hier irgendwie noch... Nein, nicht wieder rausgehen, das habe ich doch gerade schon gemacht, ohne dass ich es wollte. Wobei es in dem Fall jetzt gut war. Denke ich, wenn es wirklich so funktioniert. Was ist denn, wenn wir oben anfangen? Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte... Ah, nein. Ich bin einfach immer von der falschen Seite gelaufen, oder? Schildkröte? Frosch? Ja, ja, ja. Ich darf nicht zurück. Aber das war schon richtig. Ich bin jetzt nur blöd gelaufen gerade. Mensch, Schildkröte? Frosch? Ja, aber dann habe ich ja wieder dieses Frosch, Frosch nicht. Frosch, Frosch? Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch, Schildkröte, Frosch, Frosch. Ich komme da nicht hoch. Schildkröte, Frosch, Frosch. Ich drehe mich denn ja immer im Kreis. Frosch. Und da muss ich ja Schildkröte links nehmen und dann komme ich aus dem Kreis nicht mehr raus. Ja, wohl. Schildkröte, Frosch, Frosch. Aber dann bin ich trotzdem wieder bei dem. Schildkröte, Frosch, Frosch. Zwangsläufig. Und ich komme nicht nach oben. Wie soll ich das denn machen? Schildkröte, Frosch, Frosch. Wenn ich an der vorbeigehe, drehe ich mich immer im Kreis. Weil ich muss dann nach hier. Schildkröte, Frosch, Frosch. Dann komme ich automatisch wieder nach hier aus, oder? Schildkröte, Frosch, Frosch. Dann komme ich auch automatisch wieder hier aus. Ich muss oben an der Schildkröte hin. Das geht aber nicht, wenn ich die beiden Frösche nach unten mache. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie mich im Kreis drehe, ohne mich im Kreis zu drehen. You know? wenn ich unten anfange,
komme ich automatisch in den Kreis rein. Wenn ich oben anfange, kann ich zur Mitte, aber dann komme ich auch wieder automatisch in diesen Kreis rein. Also ich muss zwangsläufig oben auf der Schildkröte auskommen. Ich habe jetzt Frosch gemacht gerade, ne? Ich muss über dem Punkt, wo ich jetzt bin, muss ich auskommen. Kann ich aber nicht. Oder? Moment doch. Frosch, Schildkröte. Ich kann es doch. Moment. Lass mich nochmal runter. Dann habe ich doch von der richtigen Seite aus angefangen. Ich hoffe, ich sehe das jetzt noch, wenn ich jetzt da stehe. Oh Gott. Moment. Schildkröte. Und schon sehe ich es nicht mehr. Nein. Oh, ich habe es doch gerade. Ich habe gerade die Lösung gesehen und ich weiß es gerade nicht mehr. Das ist doch Mist. Schildkröte. Moment, wenn ich rückwärts gehe, dann muss ich dahin. Das heißt, ich muss automatisch dahin. Muss dahin. Ach so, doch. Frosch. Schildkröte. Frosch. Schildkröte. Frosch. Schildkröte. Oh, ihr könnt mich machen. Das war jetzt, glaube ich, das schwerste Rätsel bisher für mich. Und ich hätte jetzt bestimmt noch eine Stunde hier rumprobiert, wäre ich nicht aus Versehen nach draußen gelaufen, wo ich gedacht habe, ich könnte links unten noch rein. Little Amber spoke hesitantly. How do you continue, never knowing if we'll reach the end? Boah, jetzt gucke ich hier nochmal, da kann ich aber nicht runter, ne? Jetzt gucke ich hier nochmal genau. Ach so, jetzt sind die aber, jetzt kann ich ja so durchlaufen, na toll. Hätte das nicht vorher schon so sein können? Eieiei. Mein bisher schwerstes Rätsel, was ist das? Ah. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das jetzt aufgegangen? Ich glaube hier nicht, oder? Ach, dich kenne ich doch, oder? Cheerily, the stranger said. Naja, dich kenne ich, okay. Mouth open. I like you. Da muss ich auf jeden Fall hin. Da muss ich nämlich den Schlüssel nachher machen. Aber wo ist das jetzt hier genau aufgegangen? Weil die Truhe würde ich gerne mitnehmen. Wir können hier runter. Achso, da kommen wir aber nur... Moment, da hinten ist das aufgegangen, oder? Kommen wir da rum? Können wir uns da vorbeischleichen? Ja. Ja, perfekt. Ding! Okay. Oh, super. Dann können wir die auch noch mitnehmen. A lost message was inside. Our music crafts our path, bridging over any we pass. My companion's hand clutches mine. We dart like fireflies through the swamp. Hammer. Okay. Sehr schön. Denke ich mal auch nochmal durch. So, Moment, rechts mussten wir jetzt hin. Genau, jetzt darf ich noch ein bisschen verspielt sein, weil ich jetzt erstmal die Anspannung hier wieder loswerden muss. Das hatte ich gemacht, das Rätsel. Meerschweinchen, hallo. Lass mich mal rüber, bitte. Dankeschön. So, dann können wir da oben erstmal die Sache mit dem Schlüssel machen. Dann haben wir ja noch diese eine Sache, wo wir nicht hochkamen. Moment, hä? War das nicht hier? Nee, hier ist... Moment. Oh Gott. Jetzt muss ich ernsthaft was finden. In diesem riesen Chaos hier. Wo ich keine Ahnung habe, wo das war. Da ist doch das Rad... Ja, lauf bloß nicht nach rechts. Da ist doch das Rad, glaube ich, wo wir auskommen, ne? Genau. Ach so, da ist auch der Schlüssel beim Rad. Ah, so. Okay. Mit dir hatte ich schon gesprochen. So. The orchard gate was locked and needed a key. Ja, haben wir schon festgestellt. Danke. Amber placed the key in the lock and slowly began to turn it.
Okay, aber das ist ein neuer Bereich. Den würde ich gerne, ja, wahrscheinlich dann in der nächsten Folge machen. Ich würde gerne noch mal das hier ausprobieren. So ist das. Weil wir müssen den Typen hier oben ja noch kriegen. Und wir müssen mal gucken, ob ich vielleicht springen kann. Springen kann ich nicht. Moment. Nein, oder? Nicht dein Ernst jetzt. Ah, oh, ich bin so doof. Ich weiß, das wisst ihr schon, aber... Ah, mein Gott, das ist sowas von einfacher, als ich gedacht habe. Das ist das Problem, wenn ich zu kompliziert... Bleibst du da oben? Wenn ich zu kompliziert denke, dann, ja. Ich mach... Nein, du solltest das erst runter machen. Naja, gut, dann mach erst den. Hör halt nicht auf mich. Gratefully, the stranger said, "Friend, thank you. We all help each other along the path." Ja, und ich bin der kleine Held, der euch allen hilft. So, das wollte ich erstmal runter machen hier. Die Frage ist, muss ich da noch rum? Kann ich irgendwas da... Ach so, dann komme ich nach unten. Ah, so, verstehe. Die Frage ist nur, komme ich da noch wieder hoch? Gab's, ah ja, da konnte ich hochklettern, genau. Das war aber, glaube ich, alles, was wir noch nicht gelöst hatten, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil das so viel war. Hier, das mit der Leiter. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt... Ach doch, Moment, da ist eine Truhe. Da muss man doch irgendwas machen können. Hm. Kann ich die... Nee, die kann ich aber nicht nach hier oben bewegen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich den... Ach doch! Komme ich da dran vorbei? Ich denke schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nein, nein. Ich bin mir nicht sicher, aber ich müsste es mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich habe da so eine Vermutung... Nee, das passt aber nicht da durch, ne? Hm, ich glaube nicht, dass das da durchpasst. Wir versuchen es trotzdem mal. Aber ich denke... Ja, komm. Ich denke aber nicht, dass das funktionieren wird. Oder kann er da... Ach, der kann da drüber. Ah, okay. Ja, perfekt. Dann weiß ich auch, wie ich an die Truhe komme. Ja, sehr geil. Okay. Da muss ich... Moment, da muss ich aber aus dem Weg gehen, oder? Denke ich mal. Also sonst wird das wahrscheinlich nichts. Oder ich bin dann platt. Das kann natürlich auch sein. Moment, wo bringe ich dich jetzt gerade hin? Nee, ich muss eins höher mit dem. Ach, das war ganz doof. Ja, das war ganz doof. Ja, ja. Das war so... Es war geplant, aber so nicht gedacht. Also gedacht schon, aber nicht von den Entwicklern. So, machen wir es so. Geh mal eine Etage höher. Weil da müssen wir ja hin. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das Ding denn hier weg? Macht er das automatisch platt oder muss ich... Nee, ich kann aber da rum, ne? Denke ich mal. Passt das? Ja, doch, das passt. Okay. Passt das auch, wenn ich noch da stehe? Man ja wissen. Da rollt er einfach durch. Okay, dann ist gut. Frage ist jetzt... Ach nee, da komme ich ja dann trotzdem nicht hoch. Dann muss ich das hier verlängern vermutlich, ne? Frage ist nur, komme ich denn wirklich da hoch? Natürlich nicht. Warum sollte ich dann auch da hochkommen? Das war alles so schön gedacht. Oder muss ich da... Nee, da kann ich aber nicht drauf. Hm. Das ist doch doof, weil ich nicht da runter springen oder fallen kann. Ach, kommt, Leute. Ich will jetzt nicht diese eine Truhe hier lassen. Hm. Ich kann das Ding nicht bewegen.
kann ja auch sonst nichts. Also, die leuchtet ja auch nicht. Die kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie umklappen oder so. Das nervt mich jetzt, ganz ehrlich. Das nervt mich gerade tierisch. Das hat alles super geklappt, das Teil hochzubringen. Ich nehme mal an, das ist dann auch hier diese Verlängerung nach links. Ach so, das sind da Stufen. Hm, ich glaube, das sind Stufen. Moment, geh mal nach da. Ich glaube, ich habe da Stufen. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Mm. Amber found a secret note from the Wanderer. A memory lapse at the edge of my dreams. A time before the water, someone I wished to stay for. We must hurry home. Ja, perfekt, perfekt. Und noch dazu ist das jetzt ein perfekter Cut, weil wir gehen jetzt hier in ein neues Gebiet rein, denke ich mal. Ja, der sterbende Obsthain. Und da das wahrscheinlich auch wieder so riesengroß sein wird wie die anderen Gebiete, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir in der nächsten Folge, was ja, wir hier alles in dem Gebiet machen können. Ich sehe schon, da oben bewegt sich schon wieder so ein Schweinchen. Da müssen wir bestimmt wieder mit rumhantieren. Aber wir verstehen ja jetzt endlich, wie es funktioniert. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.